muslimischen Glauben auch verschiedene Bildnisse von Gott, zum Beispiel helles Licht oder Hand aus dem Himmel, Mann, Frau aus der Welt? Mein Name ist Fatlum, ich komme aus Korbach, bin 14 Jahre alt. Mein Glauben ist Moslem und meine Eltern kommen aus dem Kosovo. Überhaupt nicht. Man kann Allah, Gott, nicht beschreiben und man kann ihn nicht sehen. Wie ihr, glaube ich, weiß jetzt nicht, wie das bei euch abläuft, aber bei euch Christen. Also eins unserer 10 Gebote ist auch, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Also das meinst du ja. Hi, ich bin Laura, ich bin 19 Jahre alt und ich bin Christin. Schon so ist es ja, dass in der Bibel sind ja verschiedene Geschichten aufgeschrieben, auch die passiert sind. Und da ist Gott den Menschen so erschienen, als helles Licht zum Beispiel, weil Gott sich ja nicht in seinem wahren Angesicht den Menschen gezeigt hat. Und deswegen hat er sich in verschiedenen Bildnissen, wenn man das so sagen will, gezeigt, zum Beispiel als helles Licht. Thank you, Lord, for giving us food. Thank you, Lord, for giving us food. Thank you, Lord, for giving us food. Right where we are. Ich heiße Hannah, ich bin 19 Jahre alt, ich wohne in Korbach. Ich mache im Moment eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich bin Christ. Ich gehe in eine Baptistengemeinde in Korbach. Ich finde eigentlich, das hat gar keine Rolle zu spielen, wo man betet, also ob es jetzt in der Moschee ist oder zu Hause oder... Meine Frage war, wo betest du, beziehungsweise wo betest du am liebsten? Ich bete halt jeden Tag 5-mal zu Hause, das ist natürlich auch Richtung Mekka. Und ja, das spielt für mich keine Rolle halt jetzt, wo ich gerade bin, Hauptsache ich bete einfach, beziehungsweise bin fähig zu beten. Hallo, mein Name ist Ali Swaydan, ich komme aus Volkmarsen, ich bin 17 Jahre alt und ich bin Moslem. Also die Frage war ja auch an die Christen gerichtet, stand ja auch drauf, dass es allgemein ist. Also in der Bibel steht, man kann überall beten und man muss dafür nicht unbedingt in die Kirche gehen. Und das ist irgendwie auch so Teil des Alltags, dass du überall betest, wo du bist. Also wir Moslems beten am meisten in der Moschee, halb natürlich. Man kann das auch diese 5-mal am Tag, die man in der Regel betet, können wir auch also zu Hause machen. Und in der Moschee auch halt. Es ist einfach, man braucht extra so einen Teppich dafür. Und ja, da beten wir halt. Und ich, wie soll ich sagen, man fühlt sich auch sicher, wenn man in der Moschee ist. Weil wenn du auch die Moschee jetzt, man betritt die Moschee mit dem rechten Fuß rein und sagt Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Und dann halt, man fühlt sich da sicher und du bist halt geschützt.